So, was wollen wir heute machen? Wir wollen heute Teile in einem Video verpixeln. Und zwar mit dem Programm Shotcut, wo eigentlich immer gemeint wurde, das wäre nicht möglich, aber es ist doch möglich. Nicht ganz so komfortabel wie in manchen anderen Programmen, aber es geht. Fangen wir mal an. Und zwar ist das ganz interessant für zum Beispiel Dashcammer, die Autokennzeichen oder Personen am Straßenrand verpixeln wollen. Und das ist eigentlich eine ganz gute Möglichkeit. Also fangen wir mal an. Zuerst tun wir das Video in Shotcut laden, welches wir bearbeiten wollen. Diese drei Fahrzeuge, die ins Bild kommen, wollen wir verpixeln. Die Lautstärke wollen wir etwas verringern. Und das Kennzeichen von diesem PKW wollen wir ebenfalls verpixeln, damit es nicht zu sehen ist. So. In die Wiedergabeliste. Anschließend in die Zeitachse ziehen. Gehen wir an den Anfang des Videos und suchen uns die Stelle heraus mit den drei PKWs, die wir verpixeln wollen. Jetzt kommen die drei PKWs ins Bild und man könnte unter Umständen die Kennzeichen erkennen, also verpixeln wir diesen Bereich, diesen Komplettbereich, wo die Fahrzeuge durchfahren. Und da ist dann nichts mehr zu erkennen. Also ab hier setzen wir jetzt einen Schnitt, lassen weiterlaufen, bis das dritte Fahrzeug den Bereich verlassen hat. So, wir setzen wieder einen Schnitt und diesen Bereich bearbeiten wir jetzt und verpixeln das Ganze. Wir sind jetzt hier am Ende unseres Ausschnitts, wollen an den Anfang und machen das damit. Jetzt sind wir am Anfang. Jetzt müssen wir Filter laden, mit denen wir Bereiche verpixeln können. Also gehen wir auf Filter, Filter dazu. Ich habe meine Filter, die ich brauche, in die Favoriten mit hereingemacht. Und zwar brauchen wir die Maske, einfache Form. Die laden wir. Als nächstes brauchen wir ein Mosaik, was dann die Pixel zeigt. Jetzt sehen wir hier, dass das komplette Videobild verpixelt ist. Das wollen wir natürlich nicht, sondern nur einen Ausschnitt. Und laden dazu den Filter Maske anwenden. Jetzt sehen wir nur noch einen Bereich, ungefähr dieses Rechteck mit Pixeln. Dieses Pixelrechteck ziehen wir jetzt hier unten in diese Ecke. Dazu gehen wir wieder auf einfache Form. Da können wir einstellen zwischen horizontaler Lage, vertikale Lage dieses Pixelrechtecks. Hier können wir noch einstellen die Breite des Rechtecks und die Höhe des Rechtecks. Also zuerst mal tun wir uns unseren Pixelhaufen in unsere Ecke runterziehen. Der ist jetzt ungefähr hier. Verschieben ihn etwa in die Ecke, die wir brauchen. So, der ist jetzt ungefähr hier. Jetzt müssen wir das Ganze noch ein bisschen breiter machen. Also gehen wir den noch etwas mehr. Es geht ungefähr bis hier, hier, hier. Jetzt holen wir das Ganze noch ein bisschen runter und reduzieren die Höhe unseres Rechtecks. Sind wir ungefähr hier.
So. Sehen wir es noch etwas runter. Und jetzt lassen wir das erste Mal durchlaufen und schauen, wie weit diese Fahrzeuge verpixelt sind. Also, man sieht, wir müssen die Pixel noch etwas breiter machen. So, jetzt haben wir die ungefähr in diesem Bereich und lassen jetzt noch mal durchlaufen. Das können wir gleich mal so lassen. Schaut für den schnellen Test gar nicht mal so schlecht aus. Also, diesen Bereich haben wir jetzt bearbeitet. Und jetzt werden wir noch diesen PKW, der hier hinten auftaucht, ebenfalls noch bearbeiten. Dazu lassen wir das Video einfach weiterlaufen. Stoppen jetzt an dieser Stelle. Jetzt könnte man langsam das Kennzeichen erkennen. Also setzen wir wieder einen Schnitt. Lassen weiterlaufen, bis das Kennzeichen aus dem Video verschwindet. Maximal 5.000 Euro. Im Wiederholungsfall können die Bußgelder sogar verdoppelt werden. Wer etwa den vorgeschriebenen Mindestabstand zu anderen Personen von 1 Meter... Nun setzen wir wieder einen Schnitt. So, diesen Bereich wollen wir jetzt bearbeiten. Wir sind jetzt wieder am Ende unseres Bereichs, den wir bearbeiten wollen, und gehen an den Anfang unseres Bereichs. Diesen. Jetzt brauchen wir wieder unsere Filter, die wir laden. Zum einen mal Maske, einfache Form. Dann Mosaik. Man sieht es wieder komplett. Und wir suchen uns Maske anwenden. Jetzt haben wir wieder einen Bereich, etwa hier, und den tun wir jetzt ins rechte Bild schieben. Das heißt horizontal, vertikal. Hier sieht man horizontal links und rechts. Vertikal nehmen wir ihn jetzt schön weit runter. Jetzt tun wir die Breite, weil es doch ein bisschen breit ist, reduzieren. Und die Höhe nehmen wir auch mal ein wenig herunter. Das lassen wir mal durchlaufen und schauen, was passiert. Mal 5.000 Euro. Im Wiederholungsfall können die Bußgelder sogar verdoppelt werden. Wer etwa den vorgeschriebenen Mindestabstand zu anderen Personen von 1,50 Meter nicht einhält... Jetzt hat man gesehen, dass nicht die komplette Fläche ausgepixelt war. Hier in dem Bereich ist das Kennzeichen noch zu erkennen. Das heißt, wir müssen unser Pixelrechteck etwas weiter nach unten nehmen. So, etwas weiter nach unten versetzt. Jetzt lassen wir es nochmal durchlaufen. Mal 5.000 Euro. Im Wiederholungsfall können die Bußgelder sogar verdoppelt werden. Wer etwa den vorgeschriebenen Mindestabstand zu anderen Personen von 1,50 Meter nicht einhält... Wir müssen noch ein Stück weiter nach unten nehmen. So, lassen wir es nochmal durchlaufen. Mal 5.000 Euro. Im Wiederholungsfall können die Bußgelder sogar verdoppelt werden. Wer etwa den vorgeschriebenen Mindestabstand zu anderen Personen von 1,50 Meter nicht einhält... Schauen wir nochmal. Mal 5.000 Euro. Im Wiederholungsfall können die Bußgelder... Man könnte jetzt unter Umständen, weil das Kennzeichen hier zu sehen wäre, die Höhe noch etwas erhöhen. Und schauen wir nochmal.
maximal 5.000 Euro. Im Wiederholungsfall können die Bußgelder sogar verdoppelt werden. Wer etwa den vorgeschriebenen Mindestabstand zu anderen Personen von 1,50 Meter nicht einhält... Gut, so können wir es erstmal lassen. Wie gesagt, wir haben jetzt beide Sachen verpixelt, das Kennzeichen dieses PKWs und die drei PKWs, die uns entgegenkamen. Wir tun das Ganze jetzt mal rendern. Also gehen wir auf Exportieren. Erweitert. Hier können wir einstellen die Auflösung, die Qualität. Ich lasse das hier alles und gehe auf Exportieren und nenne es einfach mal Pixeltest und Render. Und ich melde mich dann wieder, wenn es fertig ist. So, wir sind mit den Rendern fertig. Man sieht hier am schönen Häkchen. Und dann schauen wir uns das Ergebnis doch gleich mal an, wie es geworden ist. Das ist diese gerenderte Datei, Pixeltest. Die öffnen wir mal mit dem VLC und schauen uns das Ganze an. In der Regel sind für Verschlüsse 150 Euro fällig. Wer aber unerlaubt ein Krankenhaus oder ein Pflegeheim betritt, der muss mit 500 Euro Strafe rechnen. Die Strafen reichen von 150 bis maximal 5.000 Euro. Im Wiederholungsfall können die Bußgelder sogar verdoppelt werden. Wer etwa den vorgeschriebenen Mindestabstand zu anderen Personen von 1,50 Meter nicht einhält, ist doch für den Anfang gar nicht mal schlecht geworden. Wenn man sich da ein bisschen reingearbeitet hat, kann man das mit Sicherheit noch verfeinern. Übung macht den Meister. Aber so kann mit Shotcut auch verpixelt werden. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Üben, üben, üben. Und so ist dem Datenschutzgesetz genügend Rechnung getragen. Also in diesem Sinne, einen schönen Tag noch. Und man hört sich, man sieht sich. Viel Spaß beim Nachmachen. Ciao, tschüss, bye bye.